Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Factorio. Ich habe hier, wie eben beim letzten Mal versprochen, hier das Lubricant noch auf den Bass gebracht. Das sieht hier soweit ganz gut aus und ich habe auch unseren Bass noch mal ein bisschen erweitert. Hier kann ich erstmal wieder mitnehmen. Die waren eigentlich nur zur Abmessung. Das heißt, wir haben hier oben noch mal zusätzliche 8 Lanes auf dem Bass. Dann kommt hier nochmal eine dritte Verarbeitungsschicht quasi. Und dann kommt wahrscheinlich oberhalb nochmal ein bisschen was an Bass. Aber das schauen wir uns dann vielleicht mal später an. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und ich habe auch vergessen, Moment, erstmal, vielleicht sollten wir was erforschen. Hier, wir wollen eh sowieso bald das Nuklearprogramm starten. Deswegen machen wir noch ein bisschen Nuklearfuel. Und ich habe auch noch was vergessen auf dem Bass zu tun, nämlich diese Circuit Boards hier. Die sind zwar hier nur erstmal ein Zwischenprodukt, aber wenn wir Roboter bauen möchten, dann brauchen wir hier diese Robotergehirne quasi und die bauen diese Circuit Boards. Das heißt, die brauchen wir auf dem Bass. Deswegen habe ich das hier noch ein bisschen umgebaut, aber nicht wirklich viel. Ich habe einfach noch eine Maschine dazu gebaut und das fließt jetzt nach oben, dass wir das schön auf den Bass bringen können. Und zwar würde ich sagen, machen wir das. Oh. Doch, so ist es richtig. Wir pappen das auf den dritten hier. Und was ich auch mir überlegt habe, was wir jetzt tun werden, ist, wir werden quasi ein Lane-Switching hier machen. Das ist quasi eine Kreuzung. Da gehen jetzt 4 Lanes hoch. Und ich habe jetzt auch 4, die eventuell runtergehen. Da müssen wir aber mal gucken. Vielleicht wird das nicht passieren. Weil wir haben jetzt doch, es kommen hier dann noch einiges an zusätzlichen Gears und sowas hinzu. Und es wird hier relativ eng. Und wir brauchen, glaube ich, diese. Okay, Forschung ist schon fertig. Ich darf nicht mal mehr ausreden. Das ist unglaublich hier. Pumpchecks, komm. Auf geht's. Und ich glaube, wir brauchen hier die ganzen Circuits eigentlich primär für die Verarbeitungsstationen hier. Und nicht mehr hier unten für das. Hier unten ist ja eh eigentlich nur Elektronik und all solches Zeug. Wir müssen mal kurz gucken, was wir für Batterien brauchen. Genau, da brauchen wir auch nichts dergleichen. Das heißt, die ganzen Circuits, die werden hier hochgehen. Und das wollen wir jetzt auch direkt mal machen. Fangen wir mit dem an, das wir jetzt gerade neu gemacht haben. So, eins. Ich werde jetzt hier auch weiterhin die gelben Belts brauchen, weil es ist der Belt, also es ist der Bass. Das muss nicht so schnell sein. So, Kupfer, das geht weiter. Ich werde es auch nicht. Ah, vielleicht sollten wir es. Vielleicht sollten wir es hier undergroundisch machen. So. Kupfer wird weitergehen hier auf der Seite, weil es wird hier unten eventuell weiter gebraucht. Deswegen, ne, wissen wir Bescheid. Mensch, was ist denn los? Das geht viel zu schnell alles wieder mit der Forschung. Es liegt einfach daran, dass wir viel zu lange nichts mehr erforscht haben. So, die drei Lanes gehen hoch. Und ja, falls es. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. Ich habe natürlich nicht das ganze Spiel im Kopf. Aber ich habe auch noch einen neuen Mod installiert. Und zwar nennt sich der What is it used for? Also, wofür wird es gebraucht? Da können wir jetzt einfach zum Beispiel was nehmen hier. Und dann sehen wir, wofür das alles gebraucht wird. Und wir sehen eigentlich, dass es vor allen Dingen gebraucht wird, um. Ja, Sachen herzustellen, die wir hier oben brauchen. Also, das ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube, hier ist es relativ ähnlich. Storage Chests. Das sind alles Sachen, die man entweder aufstellen kann und nicht wirklich was mit Elektronik zu tun hat. Ihr seht das schon, das wird überall gebraucht, dieses Basic Electronics Board. So, machen wir das wieder zu. Ich denke, wir werden das hier reinführen. Was dann hier genau runterkommt, das ist noch nicht klar. Wahrscheinlich
Wahrscheinlich gar nichts. Es kann also durchaus sein, dass ich das hier wieder abbaue und dann diese Lanes einfach dazu verwendet werden, die zukünftigen Boards zu bauen, quasi. So. Dann weiter hier. Und es fehlen auch schon wieder Underground Belts. Dann holen wir uns doch direkt mal wieder welche. Also die gelben halt, ne? Von den roten hätten wir noch, aber es ist jetzt hier. Es muss nicht schnell sein beim Bass. Es staut sich eh die ganze Zeit, weil wir relativ viel Zeit brauchen halt mit Bauen. Deswegen staut sich alles. Vielleicht werde ich das dann irgendwann auch noch schneller machen, wenn es denn Bedarf dazu gibt. Aktuell aber nicht. So. Sehr schön. Und dann hätten wir hier eigentlich erfolgreich einen Lane-Switch gemacht. Wie gesagt, die Circuits hier, die gehen hier nicht weiter. Hier haben wir nur drei Lanes. Da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut. So, wie gesagt, da kommt dann irgendwann was Neues drauf. Jetzt kann hier auch ordentlich mal wieder produziert werden. Es geht zwar nur langsam voran, weil wir halt nicht so viel Plastik haben. Doch, wir haben eigentlich relativ viel Plastik. Das hat sich jetzt halt angestaubt. Naja. Es dauert halt einfach. Wir könnten hier auch noch eine zusätzliche Lane hinbauen davon. Ich denke, das werden wir dann wahrscheinlich auch tun. Hier wird es höchstwahrscheinlich dann erst hier nachher wieder weitergehen. Da werden wir dann Batterien und sowas noch machen. Aber was wir heute machen wollen, sind eigentlich die ganzen Engines. Weil die Engines, ja, die brauchen wir. Und dafür haben wir jetzt eigentlich auch das Ganze mit dem Lubricant gemacht, ne? Das wäre jetzt so doof, wenn wir das nicht direkt ausnutzen würden. Also die brauchen relativ lange, die brauchen, ihr seht das schon, 20 Sekunden, um da eine Engine herzustellen. Das heißt, wir brauchen auch relativ viele Fabriken. Ist das hier der Bereich? Ich denke ja. Ich denke, das ist der Bereich, um zu bauen. Und das werden wir jetzt auch hier machen. Lubricant haben wir hier. Das können wir eigentlich alles hier hochbringen. Wir könnten es auch hier unten machen, aber. Wobei Engines müssen auch auf dem Bus. Ist jetzt die Frage, auf welchen Bus wollen wir die Engines bringen? Ich glaube, wir haben diese Engines. Können wir mal kurz gucken, wofür wir die brauchen. Tanks. Ist nicht wirklich prickelnd. Dann suchen wir einfach mal kurz. Mit Ctrl F kann man suchen nach Engine. Schauen wir dann mal nach der Electric Engine. Also das ist auch primär für Roboter, Vehikel, Zeugs. Ich denke, das werden wir sogar hier vielleicht auf den oberen Teil des Basses dann tun. Da kommen ja auch nochmal, ich denke mal, 8 Lanes werden wir hier noch machen. Ich kann das gleich vielleicht kurz mal so direkt einzeichnen. Da haben wir direkt nochmal 8 Lanes. Und dann sind wir eigentlich auch schon ganz oben angekommen. Also das heißt, der Bass muss eigentlich dann mit diesen 8 Lanes zu Ende sein. Ich hoffe, es reicht vom Platz her. Wir werden sehen. So. Dieses Kohlefeld stört mich ein bisschen, wenn ich ehrlich sein muss. Aber gut. Ich denke, wir fangen direkt irgendwie hier an. Wir machen. Es fehlt schon wieder ein Licht hier, also beziehungsweise Strom sollten wir auch noch irgendwie herkriegen. Apropos Strom. Substations. Nein, wir können sie noch nicht machen. Ah, ärgerlich. Weil ich das noch nicht erforscht habe, weil uns das braucht, glaube ich, blaue. Ich glaube, das braucht blaue. Ja, genau, das braucht blaue Science Packs. Deswegen können wir das noch nicht tun. Was erforschen wir denn? Es braucht mittlerweile alles blau. Hier, Solarpanels. Auf geht's. Dann machen wir hier noch ein paar Electric Poles hin. Damit wir da oben auch
Strom haben. Wie weit kommen wir? Nicht sehr weit, aber das. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Es ist natürlich im Weg. Natürlich ist es im Weg. Hier muss es sein. So. Dann kommen hier. Was brauchen wir hier eigentlich? Wir machen erstmal die hier. Was brauchen wir? Gears, Stahl, Eisen. Das würde von hier unten hochkommen. Das ist. Nee. Eisen. Ich denke, ach, Gears. Ich denke, wir machen Gears. Nochmal die Relation angucken. Also Pipes. Das, wir brauchen zwei Eisen. Das heißt, Stahl und Gears kommen. Stahl und Gears kommen hier rein. Und Eisen kommt hier rein. Oder? Ne, wir machen es anders. Wir werden das ein bisschen eins noch rüber verschieben hier. Weil dann kann Eisen hier rein. Genau, das Ding ist nämlich frei. Wobei, ist ein bisschen ungünstig. Eigentlich. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wir machen es ganz anders, weil. Kurz zu sehen, wir brauchen die Dinger auf jeden Fall. Es muss alles schön abgemessen sein, weil ansonsten kriegen wir später Probleme. So, die machen dann die roten Engines, weil die anderen können wir eigentlich schon hier machen. Die anderen Engines können wir eigentlich schon hier machen. Das heißt, hier kommen dann die normalen Engines raus. Dann werden wir die nämlich hier hinpacken, die normalen. Dann kommt hier Eisen. Nee. Da kommt Stahl. Da kommt Stahl und Gears hier. Und dann brauchen wir irgendwas, das Eisen macht. Ich denke, dass dann machen die hier, machen, das Eisen macht. Ich verplapper mich schon wieder. Das Eisenrohre natürlich macht. Wir brauchen hier Eisenpipes. So. Und zwar, der kann 0, macht 0, alle 0,5 1. Und der hier braucht alle 20 1. 2. Das heißt, wir brauchen 20 pro Sekunde. Nee. Wir brauchen. Wir gucken erstmal, wie viel wir davon machen wollen. So, ich denke, wir machen. Ich habe das abgemessen, so dass wir 8, eigentlich schön hier 10 Fabriken dazwischen pappen können. Ich denke, das sollte sich aus. Das sollte eigentlich ausreichen, bin ich der Meinung. Ansonsten Pech gehabt. Würde ich sagen. So, dann bauen wir 10 mal 2. Das sind 20 alle 20 Sekunden. Oh, da oben wurde was zerstört. Das erfordert kurz unsere Aufmerksamkeit. Da dürfte eigentlich nichts zerstört. Wahrscheinlich haben sie irgend so ein Belt oder sowas zerstört. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie ein Tor zerstört haben. Das ist eigentlich nicht schlecht gesichert. Genau, hier die haben den Belt zerstört. Die Schweine haben einen Belt zerstört. Naja, das müssen wir dann wahrscheinlich mit den Robots irgendwie in den Roboport hinstellen, damit die das direkt einfach wieder aufbauen können, falls sie da was zerstören. Also es war nur ein falscher Alarm, glücklicherweise. Können wir uns wieder beruhigt unserem Projekt hier zuwidmen. Ich mag es eigentlich gar nicht, wenn ich hier unterbrochen werde von diesen mühsamen Aliens, aber gut. Ja, so ist es manchmal. Also, wir brauchen 20 alle 20 Sekunden.
Das heißt, eine davon produziert, also das heißt, wir brauchen eine pro Sekunde. Das heißt, eine von hier, denen reicht eigentlich komplett aus. So, dann schmeißt du das hier hin. Du kriegst hier Eisen. So, werden wir das schon mal so hinzufügen. Dann, der braucht Lubricant. Dann machen wir wahrscheinlich auch direkt einfach 10 davon hin, weil dann haben wir hier eine 1 zu 1 Relation. Ich denke, das dürfte eigentlich passen. Ihr seht ja, die brauchen auch eigentlich, ja, es brauchen genau gleich viele. Wir brauchen Boards. Und wir brauchen. Nö, wir brauchen Engine Units, Boards, Lubricant. Also Lubricant auf der linken Seite. Dann kommen hier die Boards rein. Ja, das müsste eigentlich passen. Oder? Ah! Nein, ich. Ich hab mich, ich dussel, ich dussel. Ich hab's direkt, ich hab's genau falsch gemacht. Okay, gut. Ich werde das Ganze nochmal abreißen und dann werde ich es eins weiter nach links verschieben, aber das mache ich kurz offcam. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier direkt auch schon den Splitter reingemacht. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir halt diese verdammten Circuitboards im Inventar, aber das ist nicht so schlimm. So, blaue Circuits kommen hier hoch. Sehr schön. So, dann müssen wir die hier natürlich auch irgendwo noch rauspappen. Ich denke, Lubricant, wie machen wir das? Werden wir hier wahrscheinlich einfach ein Belt hin tun. So, dann ist natürlich die Frage, wo wir die rausschmeißen. Wir brauchen die auf jeden Fall für die Roboter. Und zwar glaube ich. Also auf welchem Bus wir die Engines tun, genau für die Flying Robot Frames. Ja, die brauchen auch Batterien. Und Batterien sind auf dem unteren Bus. Das heißt, runter. Das heißt, hier werden wir dann irgendwo die Robots bauen. Das heißt, die kommen wahrscheinlich. Müssen wir mal sehen, vielleicht nehme ich die Eisengears hier weg. Weil ich glaube nicht, dass wir großartig noch Gears brauchen. Und dann können. Oder vielleicht eins von den dreien, die hier noch übrig sind. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall runter. Dann müssen wir natürlich jetzt ja, hier das Lubricant noch anschließen. Ich denke, das machen wir einfach so. Oh. Der war noch falsch gedreht. Und dann werden wir jetzt hier einfach ratsch. Es reicht nicht. Ah. Ärgerlich. So, was können wir noch erforschen? Pumpchecks. Wir forschen irgendwie die ganze Zeit Pumpchecks. Na gut, dann machen wir hier Steel Pipes hin. Soll für den Moment ausreichen. Ich werde das vielleicht irgendwann mal noch ändern. Aber für den Moment soll das ausreichen. So, dann kommt der bis. Ich glaube, das ist direkt eins. Das ist eins zu kurz. So muss es sein. So. Stahlpipe dahin. Der kommt nicht genügend weit. Dann müssen wir das hier ändern. Und Lubricant fließt. Das kommt jetzt hier langsam. Wird noch eine Weile dauern, bis das dann voll ist. So, hier kommen die Exerter hin.
Wobei, wir könnten es eigentlich. Wir machen es so, dass die jeweils hier innen sind. Das ist, gefällt mir irgendwie fast besser. Dann werden wir jeweils den oberen auf Near inserten. Sehr schön. So, du kommst hier hoch. Du brauchst zwei jeweils. Alle 20 Sekunden. Das heißt, da reichen auch die gelben. Also es bringt da wirklich gar nichts, blaue Inserte hinzubauen. Weil es ist so langsam, dass, ja. Also wahrscheinlich geht es dann schon ein bisschen schneller, wenn man noch die größeren, schnelleren, besseren Fabriken hat. Aber selbst dann, ich weiß nicht. So, dann kommen da die anderen Engines raus. Ich denke, wir werden die hier auch in eine Kiste packen. Für den Fall, dass wir die mal brauchen werden. Dasselbe gilt natürlich auf der anderen Seite. Hier. So, dann müssen wir die natürlich jetzt auf den Bus bringen. Rup. Wie gesagt, ich denke, die kommen hier dann irgendwo hin. Oder hier. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Dann hier ein Exerter. Das Gute ist jetzt, der legt die Engine unten raus. Das heißt, der kann das dann direkt auch nehmen. Das ist eigentlich ganz gut so. Dann machen wir das einfach jeweils. Machen wir die ganz jeweils ganz unten hin. Und auch hier machen wir den unteren dann nie inserten. Das Coole ist jetzt auch, dass dadurch, dass wir noch keinen Strom haben, da passiert noch wirklich nichts. Also das ist eigentlich so beabsichtigt, weil es ist wesentlich einfacher, hier die ganzen Inserte zu platzieren, während dem noch nichts passiert. Dann haben wir gesagt, hier Eisen und da haben wir Eisen und Gears. Das Kohlefeld hier stört mich auch ziemlich, wenn ich ehrlich bin. So, du brauchst hier einen schnellen auf jeden Fall. Ansonsten geht das wahrscheinlich gar nicht richtig. Und du legst den hier unten raus. So. Ich denke, hier nehmen wir auch wieder ein bisschen schnelleres Band. Sehr schön. Weil da doch einiges rauskommt. Wir könnten hier auch noch. Naja, der ist sowieso schnell genug. Alles andere wäre sehr, sehr überraschend. So. Das stimmt von der Höhe her. Dann kommt jetzt hier, das ist Eisen. Das ist ja relativ bequem hier. Das können wir einfach so hinpacken. Eisen läuft. Dann kommt hier Stahl und Gears. Und da müssen wir splitten. Natürlich gehen mir direkt jetzt nochmal die Underground Belts aus. So. Genau, hier müssen wir splitten. Beziehungsweise du gehst erstmal hier durch. Dann ihn splitten wir und die Gears kommen dann von der Seite. Das heißt, auch hier brauchen wir Underground.
Und ich denke, der Stahl sollte vielleicht auch direkt unterirdisch weiterlaufen. Stopp, falsch. So muss es sein. Sehr gut. Müsste jetzt eigentlich. Ich denke, wir müssten alles haben. Die haben Lubricant. Es sollte jetzt eigentlich nur noch eine Frage sein vom Strom anschließen. Und dann sollte die Geschichte eigentlich laufen. Brauchen wir noch einen dicken. So, wir gucken. Da wird auf jeden Fall produziert. Ja, ihr seht das schon, wie gesagt, das dauert relativ lange. Ich denke, ich werde jetzt hier ihm auch einfach mal die hier geben, damit die andere. Ach so, nee, es fehlt natürlich noch was. Sonst geht's nicht. Der ist auch falsch. Keine Ahnung, warum der das da hinlegen wollte. Da habe ich mir wahrscheinlich irgendwie verdrückt. Aber auf jeden Fall wird gearbeitet. So, der hat auch schon eine genommen. Sehr schön. Das läuft. Wundervoll. Und es sind auch alle am Arbeiten, so wie ich mir das erhofft habe. Was erforscht mir als nächstes? Das geht nicht. Combat Robotics. Defender Robots. Ja, komm. Warum auch nicht? Habe ich zwar noch nie verwendet und weiß ich auch nicht, wie das dann genau funktioniert, aber das werden wir dann bestimmt zusammen herausfinden. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Das läuft, das ist super. Das heißt, beim nächsten Mal können wir dann tatsächlich. Ich könnte eigentlich hier direkt mal ein paar rausnehmen, dann machen wir unsere. Pipes, die wir, unsere Express-Pumps, die wir brauchen. Da machen wir einfach direkt mal 10 Stück. Und mit denen können wir dann eigentlich unseren Reaktor aufsetzen, hoffentlich. Also ich denke, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, dann müssen wir das dann halt beim nächsten Mal schauen. Aber wie gesagt, das dann beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.